Ja, hi Omar. Schön, dass du da bist. Wir müssen noch das Video für die Dachkrone drehen. Komm mal mit. Jimmy, können wir endlich mal starten? Moment. Jetzt können wir starten. Herzlich willkommen bei Kliebisch Dachdeckermeister. Mein Name ist Jamie Kliebisch und ich bin Inhaber bei Kliebisch Dachdeckermeister. Heute möchte ich mich für die Kategorie Nachhaltiges Konzept bewerben. Und dafür haben wir das ultimative Gewinnerprojekt. Wir haben ja eine förderbare energetische Dachsanierung durchgeführt. Nach dem Demontieren der Dacheindeckung und der Unterkonstruktion haben wir eine trockene, noch funktionstüchtige Dämmung vorgefunden. Aus Gründen der Nachhaltigkeit haben wir diese dort belassen und mit zusätzlicher Mineralwolle aufgestockt. So hat die Luftdichtheitsbahn, die wir anschließend verlegt haben, unterseitig Kontakt mit dieser Dämmung. Nach der Verlegung der Luftdichtheitsbahn haben wir eine Holzfaser-Dämmplatte von Gutex Ultratherm montiert. 140 mm Stärke sorgen für den nötigen Hitzeschutz. Es sollte eine Photovoltaikanlage montiert werden. Dies wurde jedoch von mehreren Betrieben abgelehnt. Hier bei diesem speziellen Projekt haben wir uns für die Firma Nelskamp entschieden mit dem Modell Planum Generon. Die Zusammenarbeit mit Nelskamp lief außerordentlich gut. Es gab eine Zuarbeit, der Service stimmt und die Module an sich haben eine hervorragende Leistung. Jeder Dachstein verfügt über eine Bypassdiode. Sollte ein Dachstein ausfallen, läuft der String immer noch weiter. So verhindert man einen Komplettausfall von einem String. Die Herausforderung bei unserem Haus ist, es ist ein altes Haus mit einem Walmdach. Wir wollten die Charakteristik eines Walmdaches erhalten, sodass wir bei 7 Dachdeckerfirmen angefragt haben und 7 haben uns keine Antwort gegeben und haben abgelehnt, bei uns eine Solaranlage zu installieren. Im Internet bin ich auf Herrn Kliebisch gestoßen, der wiederum mit eigenen Ideen mich begeistert hatte für mein eigenes Haus, was ich sehr gut fand. In einem ersten Termin haben wir gemeinsam alles Weitere besprochen.